Aber es müsste reichen. Das ist ja fies, da ist seit der Veteran gewesen. Okay, da muss ich noch eine Energiezelle mitnehmen, damit ich die Mutter wieder verwenden kann. Ich glaube, die konnte man auch auf altmodische Art und Weise austauschen. Vorausgesetzt, er lässt sie heil. Das ist natürlich... Ach ja, ich habe da auch noch so ein Gammelding hingesetzt. Warum, weiß ich auch nicht. So. Habe ich was zu trinken dabei? Ja. Dann holen wir jetzt erstmal eine Energiezelle und eine der Tafeln und dann versuchen wir die Motte zu retten. Ja, wie gesagt, bei mir ist im Moment auch nicht viel los. Der Kernreaktor und jetzt das Alien-Gebäude sind innerhalb von über 2 Stunden das Einzige, was ich gefunden habe. Storytechnisch ist halt auch nicht so viel passiert. Ich dachte mir da erstmal so, ach ja, im Offstream, ach ja, wenn du hier erkundest, der Kommunikator springt wieder an, lässt du den erstmal laufen. Also machst den erstmal nicht an, dann hast du im nächsten Stream die nächste Position einer Rettungskapsel oder ähnliches. Ja, was ist? Stattdessen nur 5 Sekunden Kauderwelsch und das war's. Nicht mal ein Kommentar von der AI oder ähnliches, gar nichts. Oh, danke fürs Hosten. So. Jetzt erstmal ausstatten mit Energiezelle und... Ich glaube, Batterien kann ich auch ein paar noch austauschen. Aber das müsste noch gehen. So. Achso, ja, das ist... bei mir ist meistens auch so in dem Bereich, wie es jetzt ist. Energiezelle. Müsste ich hier noch eine gehabt haben. Da ist sie. Dann nehmen wir die mit. Dann... Genau. Die Tafel. Eine Orange habe ich auch noch irgendwo gefunden. Keine Ahnung, wo die her ist, aber nehme ich auch mal mit. Und dann essen wir nochmal schnell was. Auf 6 inzwischen schon, aber bei mir zeigt er nur 4 an, deswegen. So. Einmal was in die Kiemen rein. Nachpflanzen. Die Motte ist noch da, das heißt, ich kann speichern. Und dann geht's jetzt auf Rettungsmission. Ich glaube, eine Batterie packe ich noch mit ein. Falls mir unterwegs der. Ach, jetzt braucht das Spiel wieder so lange. Falls mir unterwegs die der Gleiter abschmiert. Spiel. So. Energie brauchen wir immer. Das Titan kann nochmal raus. Das nimmt nur Platz weg. Die Würfel. Wo hatte ich die? Ich glaube, die hatte ich hier oben. Packen wir auch mal da hinten rein. Kann da noch 1, 2, 3, 4 waren das, glaube ich, ja. Ne, 3. Na. So. Dich wieder da rein. Und dann nehme ich noch etwas Wasser mit. Eine Flasche.
Und los geht's. Ja, das habe ich aber auch meistens. Also der Großteil der Streams, sag ich mal, die ich tätige, sind derzeit noch mit ein oder zwei Personen, die dann vielleicht mal zugucken. Aber es ist auch bei Subnautica, vor allem am Anfang hatte ich Streams, da hat eigentlich niemand zugeguckt. Aber ich finde es nicht so dramatisch. Weil man kann es immer noch, auf YouTube habe ich das ja auch, so starte ich das später noch hoch. Von daher quassel ich dann halt nur größtenteils mit mir selbst. Was meistens dann nicht so interessant klingt, aber egal. Manche andere finden es vielleicht interessant, wer weiß. Und ich finde meistens sowas im kleinen Rahmen auch oftmals angenehmer, weil wenn ich jetzt auf einmal 50 oder 100 Zuschauer hätte, dann wüsste ich da wahrscheinlich gar nicht mehr, was ich... worauf ich achten soll, was ich mit mir anfangen soll, etc. pp. Ich wäre überfordert. Da wird dann wahrscheinlich so viel Input sein, dass ich komplett die Übersicht verliere. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. So, ich hoffe, hier geht es jetzt rein, ansonsten wird es wieder knapp im Sauerstoff. Ich glaube, ich habe da schon wieder was im Nacken. Ach nee, er spielt mit meinem... Ja, ja, er spielt immer noch mit der Motte. Oh, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ach was, die Energiezelle war noch bei 64% laut seiner Anzeige, ja? Wie kann das denn sein? Das muss ich jetzt mal kurz... Wo ist die Energiezelle? Da. Die ist bei 64%, eben war sie doch bei 0. Oder hat er sie wieder aufgeladen durch seine Chance? Hä? Ist ja merkwürdig. Reparaturwerkzeug. Das heißt, da hätte ich gar keine mitnehmen müssen. Das ist ja auch geil. Okay. Dann wieder rein. In die gute Stube. Ich glaube, aus der Richtung waren wir da gekommen. Und wieder zurück zum... zu diesem Alien-Forschungslabor. Wenn ich den jetzt hoffentlich auch wiederfinde. Ja, aber woher hat jetzt die Energiezelle wieder 65% gekommen, bekommen? Das wüsste ich gerne mal. Ich glaube, ich muss noch weiter runter. Da muss ich rein. Da muss ich nicht rein.
hätte auch gern das Ei aus der Station, dieses komische Drachenei. Wüsste gern, was daraus schlüpft. Aber da kommt man irgendwie nicht ran. So, war das jetzt in die Richtung? Ja, ich glaube ja. Diese unheilvolle Musik, die dann immer einsetzt. Falsch. Da hinten haben wir noch den Lebensbaum. Ich glaube, von dem könnte man auch nicht noch wirklich was holen. Ich gucke aber trotzdem nochmal. Oder was ist das da in der Mitte? Sieht aus wie so eine riesige Perle. Ist das vielleicht auch ein Ei? Nicht ran. Sieht aber cool aus. Wo war jetzt die Station? Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Die von da hinten irgendwie kommen. Da ist sie. Oder? Nee. Nee, ist sie nicht. Sah nur so aus. Von weitem. Wieder die Feuerkorallen. Aber ich glaube, hier bin ich auch falsch. Ich sag ja, ich habe eine Orientierung wie so ein Kartoffelchip. Ist nix.
können wir noch runter? Oder ist der fester Boden? Nee. Oh, wow, toll. Ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin. Bleibt eigentlich nur noch diese Richtung da. Oh. Da ist wieder was. Da ist wieder eine. Was macht der da? Immer da, wo ich hin will. Ja, selbstverständlich hast du mich jetzt gesehen. Das hat ihn ein bisschen aufhalten können. Schau mal, ja. Ja, gut. Oh, was liegt da denn noch? Noch so ein riesiger Schädel. Au. Uraltes Skelett. Ding ist echt riesig. Das ist nur der Kopf. Da geht's rein, glaube ich. Heftig. Dann gucken wir da erstmal dahin, was da ist. Welcome aboard, Captain. Oder ist es auch vom Kraftfeld geschützt? Hat er mich gerade ausgelacht? Wow, was? Dein Ernst? Von wo? Alter! Du kleiner Sack, du. Warte mal, ich versuch den gleich mal, Scheiße. Ich versuch den gleich mal mit dem Messer irgendwie zu kriegen. Den habe ich hier gar nicht gesehen eben die ganze Zeit. Wo war der denn? Lass mein Ding in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt oder so, oder ob ich den überhaupt down kriege, aber egal. Ich glaube, der ist kaputt.
Ist der schon tot? Das wirkt fast so, ne? Ich glaube ja. Alter. Da macht er mir das... Boah, 11% hat er noch gehabt.